Moin ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen Was ist denn das? Zu dem Spiel Dyson Sphere Programm. Dieses Spiel ist am 21. Januar erschienen, also gar nicht mal so alt. Und für alle, die keine Strategie mögen, die sollten jetzt bitte abschalten. Für alle anderen, Like und Abo nicht vergessen. Wenn ich schon mal dabei bin, möchte ich die Gelegenheit gleich nutzen und zwar einen Kommentar vorlesen, und zwar von Andreas. Er schreibt, Moin Mike, mach doch mal ein Video über Top-Strategie-Games 2020-2021 und jetzt kommt's, die es wert sind zu spielen. Und ich kann euch sagen, Dyson Sphere Programm ist es auf jeden Fall wert zu spielen. Ich habe schon einige Stunden jetzt reingesteckt, ich habe sehr viel Spaß dabei und ich bekomme kein Geld dafür, dass ich diese Werbung für dieses Game mache. Und ja, es beinhaltet für mich so, was ich jetzt rausgekriegt habe, so was ich jetzt schon gespielt habe, drei verschiedene Spiele. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Satisfactory, Factorio und, was noch ein bisschen dazu kommt, Planetary Annihilation. Wer die drei Spiele nicht kennt, ich hause euch unten mal in die Videobeschreibung. Könnt ihr selbst bei Steam nochmal gucken, ob das was für euch ist. Und ja, was müssen wir jetzt in diesem Spiel machen? Das fragt ihr euch jetzt bestimmt schon seit geraumer Zeit. Ja, wir müssen eine Dyson-Sphäre bauen, um das Energieproblem für die nahe Zukunft zu lösen. Ja, wir sind noch nicht so weit, um sowas zu bauen, aber wir haben natürlich auch ein Energieproblem auf diesem Planeten, aber das könnte uns zum Beispiel helfen, aber das ist mal weit entfernt, weit entfernt. Ja, wir müssen managen, wir müssen Ressourcen besorgen, wir müssen so ein komplexes System aufbauen, um diese Energie, oder zumindest dieses Licht, die Energie, die Strahlung, die Wärme von der Sonne zu speisen und halt zu speichern und Energie umzuwandeln. Das ist eine Dyson-Sphäre. Und ich würde sagen, lange genug gequatscht, jetzt gehen wir mal ins Spiel, und zwar machen wir ein New Game. Und hier haben wir schon unsere Setting-Einstellung, Cluster, ne, das ist ein Arm von einer Galaxie, also ein kleiner Galaxiearm sozusagen, also ein Cluster. Und da können wir jetzt so random entscheiden, was wir nehmen. Wir können natürlich die Sterne entscheiden, wie viel es drin sein sollen. Und wir können natürlich den Multiplikator, Ressourcenmultiplikator anpassen, wenn ihr halt ein bisschen schneller spielen wollt, ein bisschen schneller zu Erfolg kommen wollt. Das ist euch überlassen, wie ihr das gerne machen. Wir können hier random mal durchklicken. Und ja, was die Sterne jetzt zu bedeuten haben, noch gar so, ob welche Unterschiede sind. Ja, die Unterschiede kenne ich, weil ich sehr viel Dokumentation drüber schaue. Das kann ich euch kurz erklären, wenn ihr Bock habt. Ansonsten spult einfach weiter. Ja, nehmen wir mal einfach den Cluster hier. Wir haben natürlich den Typ M, wir haben natürlich K, G. Kurze Erklärung, Typ M, das sind solche roten Riesen oder rote Zwerge, ne? Die leben sehr, sehr lange, deutlich länger als unsere, zum Beispiel unsere Sonne. Die lebt maximal 12 Milliarden Jahre. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte weg. Das wären zum Beispiel die gelben Sterne, also der G-Typ. Ne? Die roten, die sind ewig, aber tun natürlich weniger Wärme ausstrahlen und weniger Licht. Die Typ, das sagt mir überhaupt nicht, da habe ich gar nichts. Der Typ Weiß sind eigentlich Sternleichen. Und B und was ist das? Ist es ein O? Ja. Das sind eigentlich riesengroße Sterne, riesengroße Giganten, die wahnsinnig viel Masse haben, sehr viel Energie verbrauchen und auch sehr schnell in sich zusammenfallen. Und daraus entstehen dann irgendwann auch schwarze Löcher. Ja, Neutronensterne haben wir hier auch. Haltet euch bloß fern davon. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, da irgendwann mal hinzureisen, haltet euch fern davon. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein ins Game. Los geht's. Ja, und da fliegen wir jetzt in unser System mit dem kleinen Video. Ich finde es toll gemacht. Welcome to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Also ich spiele es noch auf Englisch, das sage ich gleich mal dazu. Und in Chinesisch, wer es kann, kann es gerne probieren. Die deutsche Übersetzung oder deutsche Inhalte kommen wahrscheinlich noch, aber erstmal möchte sich der Entwickler darauf konzentrieren, mehr Inhalte für das Spiel zu bringen. Everything here is yours. As one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission, which has necessary resources for initial development. Now please drive the space capsule to the planet. Ja, step by step. Und ihr seht ja gerade die ganzen Planeten im Hintergrund, ne? Die können wir alle noch bereisen. Da können wir überall noch hin und Ressourcen abbauen. Ich weiß nicht, das ist ein Gasriese, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob wir da drauf können, aber auf den Planeten, der sieht so ähnlich aus wie unsere Erde, mit viel Fantasie. Grafikmäßig ist wirklich ein gutes Spiel, muss ich dazu sagen. Also ich spiele auf Ultra, es leckt überhaupt nicht, es ist wirklich ruckelfrei. Es sieht wirklich geil aus. Ja, halt die Klappe. So, auf diesem Planeten werden wir jetzt landen. Und werden anfangen, unsere ersten Sachen zu machen. Ich werde natürlich ein bisschen. Ich werde euch nicht alles zeigen, ich werde euch ein bisschen was zeigen. Was wir jetzt machen können, müssen. Und dann zeige ich euch mal so einen Ausschnitt aus meinem Spielstand, den ich gerade zocke. Wo ich gerade bin. So.
Das haben wir da. Und das, wie gesagt, erinnert mich an Planetary Annihilation, weil das ist Mac, den steuern wir. Hau ab! Schnauze! Ich will's erklären, danke! Geh weg! Jetzt hau noch ab! Dankeschön. So, das ist unser Mech, ne? Den steuern wir. Das ist ungefähr wie bei Planetary Annihilation. Den können wir auch mit WASD klicken oder wie im Strategiespiel. Boah, halt die Klappe! So, das klicke ich mal weg, um mich nicht zu spoilern. Ihr sollt das natürlich selber rausfinden. Also, wir können jetzt hier natürlich Ressourcen abbauen. Ne, da haben wir ein bisschen Ohr. Das müssen wir natürlich raffinerieren. Ne? Das kennt man ja schon aus Factoria. Wie gesagt, wenn ihr die Spiele nicht kennt und in die Videobeschreibung reingucken. Wir brauchen natürlich auch Energie. Ganz klar. So, hier kann man einen Stein abbauen. Die brauchen wir natürlich auch für Ressourcen. Hier hinten haben wir Kohlen. Kohlen? Naja, kenne ich schon, weil ich schon ein bisschen gespielt habe. Deswegen Wasser haben wir auch. Ne? Also, wir müssen auch Wasser spalten und sowas. Oh, Spoilergefahr. Spoilergefahr. Ja, Kohle brauchen wir natürlich, um Energie zu gewinnen. Und dann kommen wir mal zum Mesh. Hier tun wir dann die ganzen Sachen rein. Er braucht nämlich auch Energie. Er braucht hier unten Megajoule. Ne, er muss ja natürlich auch von was leben und sich ernähren. Und das packen wir hier rein. Dann können wir hier besser Energie wieder aufladen. Interessant ist dieser Baum hier. Der Forschungsbaum, um natürlich gewisse Sachen freizuschalten. Als erstes haben wir zum Beispiel hier Energiegewinnung. Das ist zum Beispiel ein Windrad. Dann haben wir hier so einen Tesla-Turm, der die Energie verteilt. Und natürlich eine Mining-Machine. Das wären die ersten Sachen, die wir machen müssten. Das können wir dann aktivieren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Upgrades. Mit diesen Upgrades können wir dann sozusagen den Planeten auch verlassen. Schneller bauen, mehr Drohnen zum Bauen. Psch, ich frage nicht alles, ihr dürft nicht alles. Und ja, das müssen wir alles durchforschen, ja. Und gewisse Sachen brauchen dann halt solche Ressourcen. Und dazu müssen wir hinkommen. Wir müssen ein komplexes System bauen, um alle diese Ressourcen zu bekommen. Um hier dann endlich mal was zu bauen. Wir machen jetzt mal kurz die Grundeinstellung, also die Grundsachen, ne, die uns jetzt vorschlägt. Deswegen gehen wir mal forschen. Dafür brauchen wir diese Teile. Dafür brauchen wir Kupfer. Wo finden wir jetzt ein Kupfer? Ich sehe kein Kupfer. Kupfer! Da hinten. Das ist ja ewig hin. Na, da muss die Mesh hier mal laufen. In der Zeit, wo der läuft, kann ich euch schon ein bisschen das Planeten zeigen. Hier, ne? Das ist unser Planet. Unser Sonnensystem. Und ihr seht die anderen Sterne, die können wir. Oh Gott, das will. Die können wir noch richtig rauszoomen und können zu den anderen Sternensystemen auch noch reisen. Das wird noch richtig lustig. Also, ihr habt auf jeden Fall ein paar Stunden Spielzeit, auf jeden Fall. Wir müssen wieder V drücken, ne? Ja, genau. So. Mittlerweile ist er beim Kupfer angekommen, ne? Ihr könnt auf den Planeten klicken, dann könnt ihr euch den komplett angucken, ohne den Mech zu bewegen. Ist total geil. Also ich finde das richtig toll gemacht. Zack. So, Schluss aus. Schnauze. Boah, halt die Klappe. Lass mich das doch den Leuten erklären, Mann. Dich versteht sowieso keiner. Außer ihr könnt Englisch. So, jetzt können wir hier was produzieren. Ja, wir können craften. Das ist das Schöne. So, wir müssen für diese Teile craften. Dann müssen wir, glaube ich, 5 Stück machen, ne? Zack. Und dann können wir dieses Teil hier forschen. Also, ihr macht immer 2 pro Set. Läuft. So. 11 Sekunden, 10. Dann haben wir es geschafft. In der Zeit, machen wir mal hier zu. Dann gehen wir hier weiter ein bisschen Holz knabbern, weil unsere Energie ist schon wieder im AS und der S. So, schnappe, schnapp, schnapp, schnapp. Oh ja, Tag-Nachtwechsel ist auch drin, total cool. Müsst ihr nämlich überlegen, wenn ihr irgendwann Solarpaneele habt, um Energie zu gewinnen. Um natürlich mehr Energie zu gewinnen. Schwierig, wenn ihr das auf der Tagseite Nachtseite baut oder im Nordpol baut. Ne? Wir können das mal kurz zeigen. Wir haben hier einen Nord- und Südpol. Vielleicht solltet ihr mehr im Südpol bauen als im Nordpol, weil da weniger Licht ist, ganz klar. Management. So, wo ist jetzt mein Mac? Da. Boah, halt doch. Geh weg und lass mich zufrieden, bitte. Danke. Die sollen das selber rausfinden. Erklär denen noch nicht alles. So. Wir brauchen noch ein bisschen Energie. Genau. So, dann haben wir das jetzt erforscht, richtig? Und jetzt können wir rein theoretisch bauen. Was bauen wir denn Schönes? Also, wir können hier Building Factor, ne? Ein paar Tesla-Türme können wir bauen. Energiegewinnungstürme. Da haben wir schon einen reingekriegt und eine Maschine. Also, wir haben schon die jeweilige Sachen drin. Und dann haben wir unten die Liste. Oh, ich bin nicht davor. Ich bin nicht drüber. Ist das schön. So, und dann gehen wir jetzt hier hin und hauen jetzt so eine Mine hier drauf. Mit R können wir das Ganze rotieren. Hopp! Geh weg! Entschuldigung. Ich musste kurz mal ausfallend werden. So. Dann hauen wir die Maschine hier dran. Dann gucken wir mal ein bisschen, wo die meisten Ressourcen rauskommen. 143. Das ist ein bisschen. Was haben wir hier?
176.000 K. Ist auch nicht so besonders. 156. Ja, das ist wichtig, also dass ihr richtig. Also ihr könnt auch zwei dran pappen, das geht auch. So, dann geht's los. Zack. Da fliegt so eine Drohne aus eurem Arsch, nicht Spaß. Aus ihrem Hintern und dann könnt ihr das Ding hier, ne, bauen. Und dann brauchen wir aber auch noch Energie, sonst wird's nicht. So, dann hauen wir. Das ist der Tesla-Turm, den will ich nicht. Geht doch mal weg. So, dann bauen wir hier da daneben gleich mal gleich eine Windturbine. Dass wir ein bisschen Strom haben. So. Wind Turbine. You have established. Ich schlag den gleich. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich schlag den gleich. Ja, und dann fangt ihr an, hier Förderbänder zu bauen, wenn ihr natürlich das geforscht habt. Ne? Hier geht's dann weiter. Mit, ne, Förderbändern und Lagern und mit Schmelzern und mit, was haben wir hier? Dann sind das sind diese ersten Sachen, die wir brauchen zum Forschen. Dann haben wir die eine Fabrik, die wir brauchen, um andere Sachen zu bekommen. Und natürlich hier, das ist auch ganz wichtig. Um weiterzukommen, eure Mac braucht natürlich gewisse Sachen, um dann irgendwann von diesem Planeten hier abzuheben. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie weit ich in meinem Spielstand bin. So, hier bin ich jetzt. Mittlerweile kann ich schon fliegen. Leider komme ich von diesem Planeten noch nicht runter, weil mir fehlt irgend noch ein Upgrade. Und landen kann ich auch. So. Also, ihr seht hier solche blauen, roten Dinger. Das brauchen wir gerade zur Forschung. Also, ich forsche hier oben gerade alles durch. Ich gerade spare ich ein bisschen, weil, naja, das ist noch zu wenig. Also, deutlich zu wenig hier. Und ja, wir haben hier deutlich mehr schon, also ich habe hier deutlich mehr schon gebaut und ja, wir gucken uns das mal kurz zusammen an, also ich will das Video nicht über die Überlänge ziehen. Hier hinten produziere ich gerade, also hier ist eine Ölraffinerie, also ich baue hier Öl ab und die splitte ich gerade in Wasserstoff auf und zwar in Raffinerieöl und in Hydrakunden oder ich sage einfach Wasserstoff dazu. Und dieses Wasserstoff brauchen wir, um diese roten Teile hier zu bauen, also diese roten Energieteile. Jetzt die richtige fachmännische Bezeichnung dafür lasse ich jetzt mal bleiben, okay? Ist das in Ordnung für euch? Danke. So, ja, das ist, ja, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist. Ich könnte natürlich den Platz besser auf diesem Planeten nutzen, das weiß ich, aber ich habe mal so angefangen. Ja, hier bauen wir Metallplatten, hier hinten Steine ab, also die Ressourcen, aus denen man Stein macht, man Glas und noch andere Sachen. Ja, Energiegewinnung ist schwierig. Wie gesagt, von den Planeten runterkommen tue ich leider noch nicht. Wasser abbauen können wir auch, also wie gesagt, der Planet ist riesengroß, ich weiß nicht, warum ich mich hier so eng reingetrieben habe. Ja. So sieht es im Moment bei mir aus, also mein Ziel ist es jetzt gerade, diesen Planeten hier zu verlassen. Ich lande mal noch. Und bin da fleißig am Forschen, also hier bin ich natürlich deutlich weiter, das klar. Und ich will ja natürlich irgendwann mal anfangen, so eine komische Dyson-Sphäre zu bauen. Und hier hinten haben wir, glaube ich, den Mars. Also, Mars, Quatsch, so ein Scheiß, Saturn, ja, das ist, sieht ja aus wie der Saturn. Der da im Hintergrund rumswäbelt. Ist richtig cool gemacht, dieses Aufgänge. Also es macht wirklich viel Spaß. Also wie gesagt, ich habe da gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit rumging. Also es macht wirklich Spaß. Also ihr seht ja die riesen Förderbänder, Kohle. Es ist sehr viele Materialien drin. Es sind noch verschiedene Materialien, die es auf diesem Planeten nicht, zum Beispiel nicht gibt, wie Silikon und sowas. Da habe ich schon mal ein bisschen gegoogelt, weil ich wusste nie, wie man bestimmte Materialien herstellt. Und da siehst du es, ja, das gibt es nicht alles auf demselben Planeten. Ja. Der ist erdähnlich, es gibt dann noch Planeten, die das Eis sind, Feuer und so weiter. Aber das will ich euch nicht spoilern lassen, das sollt ihr euch selbst anschauen. Wenn ihr Bock auf dieses Game habt, dann holt euch. Es lohnt sich wirklich. Ja, und mehr zu diesem Wissen ist denn das, ist nicht zu sagen, weil ich will euch einfach nicht spoilern. Genießt dieses Spiel, findet selber heraus, wie das Ganze funktioniert, das Management, das Planen, das Bauen und so weiter. Versucht selber rauszufinden, das macht mehr Spaß, als wenn ich euch das alles vorzeige. Und ja, genießt es ganz einfach und jetzt kommen noch ein paar Outtakes dazu, ein paar sehr peinliche. Wenn ihr Bock habt, bleibt bis zum Ende dran. Ansonsten, ihr seid die Besten, ich bin der Mike. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Moin, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Was ist denn das? Und zwar zu Dyson Sphere Programm. Und ich kann euch sagen, Dyson Spheres Programm ist und wenn ich schon mal dabei bin, möchte ich gleich mal auf den Kommentar eingehen und zwar von Andreas. Er schreibt, Moin Mike, mach doch mal ein Video über Top-Strategie-Games 2002. Weil im Hintergrund kann man es vielleicht sehen, das ist eine Dyson-Sphäre und so eine müssen wir bauen. Und ja, da werden einige Sachen auf uns zukommen und scheiße nochmal. Moin ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Ich versau's doch jedes Mal, ich höre zum Kotzen, ey. Nochmal. Moin ihr Lieben und damit herzlich... Es ist schon schwierig, wenn man es auf Skript macht, ganz ehrlich. Mann!